Bitte sehr. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Mach jetzt. Der Herr wird dies üben. Bitte nicht. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Ja. Bitte, für Torheiten ist dies nicht die Zeit noch der Ort. Der Herr wird genau hinsehen. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komm links, bin nach vorne, ist richtig. Okay, ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel hat. Eure Erzmagnifizienz. Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät. Eine Rüstung klang kann man nicht. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Damian Wadgarn. Vakelm. Immer abholen, bitte. Vielleicht müssen wir nachher flüchten. Deswegen mache ich hier schon mal ein bisschen dicht aus. Sen es gewinn. Wort. Okay. Hail Kerser. Okay, komm nicht lang. Avian Kerser Estate. Gwyn Har, Dwe Gledivan. Esiat en Vatgern Geralt. Nicht gleich die Sachen dreckig machen. Aha. Unsere Klamotten. Und haben jetzt hier was geklaut. Verschlossen. Lass mir jetzt eine andere Hose anziehen. Verärgern wir den König oder was? Kerser, date wenn Adan in Karn ep Morwut, em hier war Emreis. Verneigen. Ja, natürlich. Würde nicht ausgepeitscht werden, nicht unbedingt. Eure kaiserliche Majestät. Obwohl es bestimmt lustig wäre. Evelien, namin wat gern wavort. Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Nee. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie freundliches Lächeln und zu mir bringen. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum.
weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur das geht nämlich auch gerne. Jennifer erzählt dir den Rest. Das Geld abgelehnt. Hoffentlich nicht. Bring ihn zur Zauberin. Ich gegen Geld. Machen wir es jetzt umsonst oder was? Na toll. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Ich hätte gern. Darian wart gern. Vakel. Können wir hier mal schnell. Wir können nicht aufs Inventar zugreifen. Finde ich toll. Und hier können wir was verstärken. Mutagene. Platziere es an dem angezeigten Platz. Je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden, die zur Farbe des Mutagens auf dem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Die passende Fähigkeit erhöht den Bonus um 100%. Mächtige Tränke können wir damit herstellen. Okay. Na dann. Okay, können wir hier was ausbauen? Krafttraining. Fellabweisung, Lichtreflexe, Entschlossenheit. Das wäre nicht schlecht. Alles klar. Irgendwas? Und es ist Nachmittag. Ein Hexer. Der hat noch gefehlt. Hatte ich nicht erbeten. Können wir mal grad. Verdammt. Vissian S. war in Novigrad? Ja, an Nen. Bist du schon lange in Novigrad? Es ist auch an Nen verheiratet. Es ist hier zu Jen. Ja, ja, ich komme ja schon. Vergib uns, Herr. Wir sind beschäftigt. Hat es der Herr nicht eilig, die Zauberin zu sehen? Aha. Ist das Latein, was die hier reden? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Seine was? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Ja, bitte jetzt. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Aha. Avian Kerser Estate, wenn Adam ihn kann. Ist die Feder noch angespitzt? Ja?
dann sei so nett und störe bitte. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Geralt, Jennifer. Diese Tunika, du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Das sind also schon unsere Agenten. Donnerwetter, du hast dich rasch arrangiert. Geralt, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ich weiß, wer Emir ist. Er hat diesen Krieg und das Blutvergießen begonnen. Er hat meine Freunde umbringen lassen. Aber ich habe keine andere Wahl, also bitte. Streiten wir nicht über das Für und Wider, sondern finden wir Ciri. In Ordnung? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Das macht Sinn. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Ort. Die Triss. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesel hier durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Vaatre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Okay, wir werden den Helden spielen. Ich werde auf dich warten. Du hast aktualisiert, kaiserliche Audienz. Jetzt will ich mein Zeug zurück.
Zeit haben. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. So, dann wollen wir mal. Medizin können wir gleich. Oder auch nicht. Die ganze Höflingswand. Siegerstiefel. Passt nicht so ganz. April, wir haben jetzt zwei Höflingswams mitgenommen. Können wir teuer verkaufen. Eins Rüstung, ja, es bringt nicht viel. Wir hätten die dritte auch noch mitnehmen können, hätten wir die auch noch teuer verkaufen können. Silberschwert. Das war das Stahlschwert, oder? Plus 25 Rüstungsdurchbohrung. 22 bis 26 Schaden, das hatte 29 bis 35 Schaden. Plus 4 Chance auf Bluten, okay. Dann nehme ich doch fast lieber das hier wieder mit. So muss das sein. So muss aussehen, Hexe. Ziehen wir dann raus hier. Wenn ich schnell reisen will, ich nicht. Ob ich das durchaus mal versuchen könnte. Gladiven. Esiat en wat gern Geralt. Aha, was war das? Das war hoffentlich keine Beleidigung. Kann ich hier mal eben meditieren? In die Morgenstunden. Also. Avian Kerse Estate Finn Adan in Karn Ep Morvut. Wo geht's hier raus? Segen Naturian. Mögen die Götter dich schützen. Ein stumpfes Beil. Ich klaue mal hier ein bisschen. Was willst du? Ich loot hier noch ein bisschen. Jetzt? Seufz. Darian wart gern. Vakel.
Oha. Okay, können wir durchgehen. Wenn Har, Dwe Gladiven. Esiat en Wat Gern Gerard. Garian. Schnell looten. Guck mal, er ist teuer verkaufen. Wäre blöd, wenn ich das hier liegen lassen würde. Abgeschlossen. Hier unten gibt es bestimmt noch was. Verschlossen. Okay, Treppen laufen. Das wird mich jetzt hier nicht zum Feind machen, wenn ich alles loote. Bisher hat mich noch keine Waffe, keine Wache aufgehalten. Ein bisschen Geld. Ein paar Bücher, die wir dann lesen können. Zumindest hier erstmal alles gewesen zu sein. Aha. Hier noch ein Buch. Dann wollen wir mal. Garian. Vielleicht finden wir hier noch Sachen, die wir looten können. Ein Rasiermesser. Nächste dazu. Okay, schnell reisen. Ein Quest gäb's hier. Okay. Und nun. Aha. Königliche Burg Wesima. Okay, irgendwie müssen wir hier raus. Westgarten. Im Zweifel nochmal zurück nach Westgarten.
zerstörtes Dorf. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ich habe zwar gerade keinen Plan, wo wir hin müssen, aber erstmal zurück nach Westgarten. Grüß dich. Was hast du denn? Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Okay, wir haben nach wie vor kein Geld. Hätten wir uns mal vom König geben sollen. Vielleicht können wir dem Schmied was verkaufen. Der hat jetzt nicht so wirklich. Der hat bessere Preise. Pass auf dich auf. Reise nach Wien. Ah, okay, steht dort drauf. Kurz noch den Schmied besuchen. Dachzwerg. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Na, wie arbeitet es sich in der neuen Schmiede? Ausgezeichnet. Die Nilfgaarder haben mir einen Blasebalg mit zwei Kammern aus Mahakam gebracht und einen Baumeister angeheuert, um einen sichereren Kamin aufzubauen. Die Sache ist nur, die Örtlichen wollen bei mir nicht mehr kaufen. Sie fahren lieber nach Koslitz, einen halben Tag von hier, auch wenn der dortige Schmied nie eine anständige Hake angefertigt hat. Aber er ist ein Mensch. Darum geht es. Sei vorsichtig, Willi. Wenn es dazu kommt, dass Nilfgaard sich aus Weißgarten zurückziehen muss, solltest du besser mit ihnen gehen. Die Leute werden dir den Tod dieses Mannes nicht verzeihen. Das stimmt wohl. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ich habe was zu verkaufen, königlichen Wams. Was so wenig hat das gebracht? Das habe ich zurückgekauft, ach du Schande. Der hat doch locker mehr wert. Gucken sollen, wo ich das besser verkaufe. Bin ich das hier losgeworden? Für billig Geld. Hab nix. Ich habe sogar Geld verloren, weil ich es zurückgekauft habe. Ich bin blöd. Na gut, was soll's. Ich habe weniger Geld als vorher, oder? Genau. Irgendwas mit 100 pro Stück wert. Ja gut. Wie geht's dann weiter? Schnellreise nach Wedeln. Das werden wir aber erst im nächsten Stream machen. Ich würde mal sagen, wir meditieren hier erstmal. Das wollte ich so schon im Palast machen. So, sehr gut. Na dann. Einmal speichern hier. Da, hier. 5. Januar um 21.24 Uhr. Das haut doch hin. Na dann. Thank you.